Klaus von technophil.de auf der IFA 2014 bei Alcatel. Ich habe hier das Idle Alpha für euch. Kein wirklich brandneues Modell, ist schon seit einiger Zeit in den Shops erhältlich für so knapp 250 Euro mittlerweile Straßenpreis. Ein Gerät, wo Alcatel ganz eindeutig einen großen Schwerpunkt auf Design legt. Ist ja generell so die Schiene, auf die sie fahren in letzter Zeit. Hier aber besonders auffällig. Das Gerät ist technisch vergleichsweise für den Preis zumindest eher einfach oder ja, harmlos ausgestattet. 16 GB Speicher, Quad-Core-CPU von MediaTek, der MT6589, also nicht so top aktuell, aber immerhin genug, um hier so ein HD-Display, also 720x1280 Pixel, sehr flüssig zu betreiben. Trotz der Oberfläche von Alcatel, die ja manchmal doch für Ruckler sorgt, aber hier jetzt nicht. Also da ist das haut hin. Gleicher Prozessor mit höherer Bildschirmauflösung wie beim Idle X zum Beispiel, war ja dann ziemlich ruckelig. Hier aber durchaus okay. Wie bei Alcatel üblich, sehr viele Apps vorinstalliert. Ich sehe hier dieser Evernote, Facebook und so weiter und so fort. Das ist nicht so ganz mein Fall, aber gut, manche Leute finden es toll. Wie gesagt, das Gerät legt sehr viel Wert auf Design. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann im Video hier oben. Der obere Teil ist so transparent. Da gibt es einen metallischen Rahmen, der außen rumläuft. Aber dazwischen ist hier, mal vor einem anderen Hintergrund kann man das besser sehen, ist Plexiglas oder irgendwie sowas. Auch von hinten kann man da durchschauen. Hier haben wir jetzt so eine etwas goldige Variante. Nebenan, können wir vielleicht mal kurz rüber schwenken, haben wir etwas so Roségoldmäßig. Das ist schon ein bisschen speziell, die Farbe. Andere Farbvarianten sehe ich jetzt hier gerade nicht ausgestellt. Ich meine, es gäbe aber auch noch andere Variationen. Ja, wie gesagt, knapp 240 Euro zurzeit Straßenpreis bzw. Internetpreis. Dafür bekommt man sonst schon etwas leistungsfähiger Handys, aber hier halt ganz klar das Design im Vordergrund. Und das sieht auch wirklich sehr schick aus. Ich kann mir vorstellen, dass es zum vor allen Dingen in Damenhandtaschen sich wirklich sehr, sehr gut macht. 16 GB Speicher sind eingebaut, hatte ich das schon erwähnt, 1 GB RAM, 13,3 GB von den 16 sollen nutzbar sein. Ein Micro-SIM-Karten-Slot ist drin, Speicher ist nicht erweiterbar, also von daher nicht so die wahnsinnig vielen Zusatzmöglichkeiten, aber immerhin eine 13-Megapixel-Kamera und die Frontkamera, was hat die? 1,3 Megapixel, also gerade mal kleine HD-Auflösung. Ja, soweit vom Alcatel OneTouch Idle Alpha. Könnte sein, dass ich das demnächst mal teste, auch wenn es vielleicht technisch nicht so das spannendste Gerät ist, aber vielleicht macht es jetzt Sinn, auch mal so ein Designer-Teil zu testen. Was meint ihr? Ja, soweit vom Idle Alpha. Klaus von technophil.de. Falls euch das gefallen hat, freue ich mich immer über ein Thumbs Up. Das ist so wieder Applaus für uns Blogger. Und ich kann euch nur raten, meinen YouTube-Channel zu abonnieren. Da kommen noch ganz viele spannende Sachen hier von der IFA 2014. Bis denn.